Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Timberborn hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, ich bin in der Aufnahme, die Arbeit hat wieder begonnen bei mir, ne? Wir haben jetzt, ich glaube, heute den 6. Januar 2023. Ich hatte eigentlich gesagt, okay, heute Freitag. Wenn die Erkältung oder Husten dementsprechend vorbei ist, werde ich nochmal zum Arzt gehen dementsprechend und seit Dienstag, ich glaube Dienstag habe ich nochmal gehustet, ansonsten ist der Husten jetzt endlich zumindest vorbei, das ist schon mal sehr gut, das heißt zum Arzt brauche ich eigentlich soweit nicht mehr gehen, das ist schon mal eine klasse Sache. Ja, Arbeit hat begonnen, es hat sich ein bisschen auf der Arbeit getan. Wen das interessiert, werde ich vielleicht nochmal ein separates Video erzählen und ein bisschen Real Talk machen. Soweit geht es mir aber auf der Arbeit jetzt gerade relativ gut. Ich freue mich gerade sogar auf die Arbeit, muss ich sagen. Und ich würde sagen, so könnte es aktuell weitergehen. Meiner Meinung nach, weil ich sag mal, ich bin zufrieden mit der Arbeit, ich mache meine Arbeit und nehme mir dann dementsprechend auch ein gutes Gefühl mit nach Hause und bin positiv im Prinzip gestimmt und alles, ne? Was Timberborn angeht, ne? Das neue Jahr begonnen. Ich hoffe und ich freue mich natürlich auf diverse Updates, die es hier geben wird. Hoffentlich, ne? Es wird sicher das ein oder andere Update kommen, ganz sicherlich. Und ich bin mal mega gespannt darauf. Weil Timberborn hat echt groß was bis jetzt geleistet. Groß was aufgebaut und ich denke mal, da sollte einiges bei rumkommen hier, ne? In 0,5 Tagen haben wir übrigens die Dürre, die steht genau bevor. Ich hoffe, dass es soweit einigermaßen gut läuft. Hier der Bärensammler hat keine Kastanien gesammelt. Priorisieren. Kastanienbaum. Keine Güter vorrätig. Warum nicht? Also, weil die Kastanien fertig sind. Ich hatte doch einen gerade mit 100%, oder? Oder war das irgendwo anders? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Egal. Deswegen sammelt er noch keine Kastanien, weil die Kastanien noch nicht fertig sind. Ganz logisch irgendwo, ne? Nahrungsmäßig sind wir bei 220. Nahrung aktuell 2 Beeren, 11 Grillkartoffeln, 207 Karotten. Ernten sind sie fleißig dran, das ist klar. Wir sind hier oder versuchen gerade hier alles aufzubauen. Hier auch nochmal einen Wasserspeicher im Prinzip für die Dürre aufzubauen, damit das dementsprechend fertig wird und hier dementsprechend auch die Bäume weiter wachsen können auf Dauer. Das dürfte klar sein. Die nächsten Bäume werden hoffentlich gleich auch fertig werden hier. Dass wir auch hier wieder Holz bekommen, weil hier fehlt aktuell das Holz. Aber wenn jetzt die Dürre ist, können wir dementsprechend gucken, bis wo hier grün ist und bis wo wir pflanzen können. Das ist schon mal ganz geil zu wissen dann. Weil wir müssen definitiv anpflanzen. Ganz klar. Ne? Sonst geht's nicht. Ja, weitere Flächen werden wir brauchen, weitere Sachen werden wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall auch ein Lager für Grillkartoffeln auf die Dauer. Da haben wir, glaube ich, noch keins errichtet. Wir hatten das ja doch mal nochmal zu Karotten umgeändert. Weil wir relativ viele Karotten hatten. Oder haben, ne? Weil die alle nicht hier reinpassen, hier, ne? Deswegen hatte ich gesagt, okay, kann man ein zweites Karottenlager. Hier wollten wir noch eine dritte Wasserpumpe aufbauen.
Sägewerke laufen, das ist schon mal praktisch. Ja, was jetzt nicht reinkommt, ist im Prinzip das Rohholz in dem Maße, das wir brauchen. Von daher müssen wir ein bisschen abwarten, ne? Aber auch hier sind die Bäume dementsprechend jetzt zum Glück fast fertig gewachsen. Sehr schön. Das heißt, auch hier kommt jetzt gleich Holz rein. Und nicht gerade wenig eigentlich, ne? Nicht gerade wenig eigentlich. Ist schon mal gut, ne? Auch wenn wir die Ahornbäume und die Kastanienbäume dementsprechend bald hier haben. Oha, dann kommt richtig Holz hier rein, ne? Dann kommt richtig Holz rein. Das sollte man meinen. Auch hier kommt noch relativ viel Holz rein, durch die Kastanienbäume, nicht durch die Ahornbäume. Hier ist noch einiges angepflanzt, was dementsprechend jetzt noch am Wachsen ist und alles. Hier bauen wir gerade ein. Ach doch. Nee, hier bauen wir gerade ein mittleres Lagerhaus auf für gegrillte Kastanien, ist aber in der Priorität relativ weit unten, genau. Genauso wie der Grill für die Grillkastanien. Ja, was jetzt Priorität hat, ist wirklich hier der Wasserspeicher, den wir hier machen. Also, ne? Dass wir dementsprechend hier das weiter bewässert kriegen und dass die Bäume natürlich weiter wachsen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Meiner Meinung nach. So, okay. Die Dürre beginnt. Leute, das Wasser versiegt hier oben. Jetzt so nach und nach. Es wird trocken. Wir kriegen keine Energie mehr für Bretter, weil die Wasserräder ja stillstehen. Das eine Sägewerk dürfte noch laufen, weil wir da ja ein Energierad stehen haben. Aber großartig, das hier wird versiegen komplett. Das ist klar, ne? Das heißt, uns wird die Leistung fehlen für die beiden Sägewerke. 3 Tage Dürre haben wir. Also wieder eigentlich relativ wenig zum Glück. Aber trotzdem müssen wir über die Runde kommen. Aber dadurch, dass wir im Prinzip hier Karotten angepflanzt haben und das hier bewässert haben, auch weiterhin, ne, ist das gar nicht mal so verkehrt und so schlimm. Gut, die Dusche wird nicht mehr funktionieren, das ist auch klar. Aber ja. Ne? Ist halt so. Ist halt so, ne? Andere Sache, was ich noch frage, das Wasser, das muss ja aus der Dusche irgendwo hin. Wird das dementsprechend verbraucht? Also ist das weg, was hier raus entnommen wird dementsprechend? Oder fließt das wieder zurück ins Wasser? Das ist die Frage, die ich mich gerade frage. Ne? Von daher schauen wir mal, ne? Okay, beim Pumpen können gleich nicht mehr laufen, nicht mehr ein bisschen können noch pumpen, aber ja, jetzt ist trocken. Auch hier ist kein Wasser mehr zur Verfügung. Keine Wasserkraft mehr. Okay, jetzt versiegt alles. Es wird trocken hier rum, aber wir haben auf jeden Fall noch mega viel, was wir eigentlich anpflanzen können, sehe ich hier. Hier ist trocken, klar, weil das hier noch nicht fertig ist. Das muss jetzt definitiv fertig werden, so schnell wie möglich. Aber hier können wir noch mal wesentlich mehr anpflanzen, sehe ich gerade. Und das wollen wir natürlich auch dementsprechend machen, klar. Da können wir ruhig bis hier hingehen, würde ich sagen sogar. Um die Fläche auch noch mal anzupflanzen extra oder zusätzlich, damit das auf jeden Fall passt. Hier kommt das Holz noch ran. Das wird jetzt noch fertig gemacht. Das muss noch fertig gemacht werden. Und dann kann hier dementsprechend einer dementsprechend hier arbeiten und hier Wasser reinkippen, ne? Und ich meine, 3 Tage Dürre, das sollten wir eigentlich hinkriegen, ne? Das sollte eigentlich kein Problem sein. Hier fehlen jetzt noch 5 Rohholz.
Hier fehlen noch 10 Rohholz. Also Rohholz brauchen wir definitiv hier. Das ist schon wichtig. Aber gut, der Förster kann hier ein bisschen worken, ein bisschen arbeiten. Der Holzfäller hat ja noch eine Birke, die er fällen kann. Aber auch hier sollte eigentlich hoffentlich bald wieder was soweit fertig gewachsen sein oder auch nicht. Ne? Doch hier ein paar Birken wieder, aber ja, ist jetzt nicht das größte, das meiste Holz, ne? Klar. Ja, heute Freitag, gleich geht's zur Arbeit. Ich freue mich irgendwo drauf. Aber trotzdem wollte ich jetzt noch mal ein bisschen entspannen und ein bisschen Timber bauen. Zocken zur Abwechslung bzw. zur Entspannung und ja. Deswegen nehme ich jetzt doch noch mal ein paar Folgen Timberborn auf, 2-3 Folgen oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich schaffe zeitlich, aber ja, ich wollte noch ein bisschen entspannen und ein bisschen mich ablenken, ne? Ist immer ganz schön. So, die Kastanien, die wachsen. Das ist schon mal gut, auch dadurch, dass wir hier das Wasser haben, können die weiter wachsen, das ist klar. Hier ein paar Bäume sind dementsprechend nicht davon betroffen, dass hier alles grün bleibt. Hier ist soweit alles grün, das ist fantastisch. Ich meine, dadurch können auch die Bäume hier weiter wachsen und alles. Hier die Kiefern sind bald fast fertig, einige können gefällt werden. Holz kommt auf jeden Fall dementsprechend relativ viel rein zum Glück. Aber gut, der Tag ist fast vorbei. Die gehen jetzt gleich schlafen, die Biber. Und hier brauchen wir dementsprechend noch 4 Rohholz. Die kommen dann dementsprechend wahrscheinlich morgen rein. Und dann können wir auch das hier, den Wasserableiter, fertigstellen. Nahrungsmäßig sieht es einigermaßen gut aus. Wir könnten wesentlich mehr gebrauchen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall noch mal ein weiteres Bauernhaus aufbauen wollen. Damit wir weiter ernten können, aber wir bräuchten auch theoretisch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir bräuchten weitere Flächen, wo wir Ernte machen, ne? Wo wir Kartoffeln anbauen, wo wir Karotten anbauen oder wo wir dementsprechend Weizen anbauen später auch oder Sonnenblumen oder Rohrkolben später auch noch, Gelbeteichrosen, klar, müssen wir alles noch machen, ne? Das ist klar und müssen wir gucken, wie wir das schaffen, ne? Das ist klar. Kastanien, klar, können wir auch dementsprechend futtern, gegrillte Kastanien. Das ist aber auch jetzt nicht so die Masse, die wir hier bekommen aktuell. Wir könnten vielleicht überlegen, hier nochmal eine Reihe Kastanien mit dran zu hängen und oder 2 Reihen Kastanien mit dran zu hängen. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Bäume fällen, werden wir die beiden Bäume auf jeden Fall auch nochmal, oder die Bäume hier auch nochmal fällen. Damit wir das hier erledigt haben. Wir brauchen aber auch wesentlich mehr Biber wieder, ne? Aber wir müssen auch, wie gesagt, die Nahrung im Auge behalten, dass wir keine Nahrungsmittelknappheit hier bekommen, weil momentan 134 Karotten ist nicht mehr wirklich viel, ne? Also da ist schon einiges, was hier an Nahrung drauf geht, tatsächlich. Deswegen, ne? Müssten wir eigentlich einen weiteren Bauernhof aufbauen, den wir hier, oder womit wir hier bewirtschaften. Ich würde den sogar an erster Stelle ein Bauernhaus hier errichten, weil wir den dementsprechend mit einer Treppe hochkommen, Plattformtreppe. Und dann hätten wir da zumindest ein weiteres Bauernhaus, was bewirtschaftet werden kann oder was bewirtschaften kann, ne? Ich glaube, das wäre nicht verkehrt, ne? Ja, das machen wir auch. Passt auf. Hier brauchen wir eine Plattform und da brauchen wir eine Treppe. Das heißt, da haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, weiteres Bauernhaus kann aktiv werden. Wir haben Platz gespart vor allem, ne? Dadurch, dass das dann steht. Und das ist dann eine schöne Sache. Das heißt, das muss jetzt als nächstes fertig werden. Damit wir keine Probleme mit der Nahrung bekommen auf Dauer, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig.
Weil sonst könnte es in naher Zukunft echt sein, dass es richtig knapp wird mit dem Essen, mit der Nahrung. Und das darf nicht passieren. Das sollten wir beachten. Hier müssen wir gucken, dass wir einen Biber abziehen. Ich würde sogar vom Distriktzentrum abziehen, dass da hier arbeitet. Und dementsprechend hier das Holz weiter, die Bäume weiter bewässert sind und weiter wachsen können hier, ne? Das sollte eine wichtige Sache sein, die wir auch beachten müssen, ne? Klar. Die Schlepper sind hier fleißig dran und schleppen das hier rein. Es ist sehr gut, das heißt, er kann ohne Probleme arbeiten und es wird grün, 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 Leute. Wie weit wird es grün? Oh, ziemlich weit, ne? Oha. Schön. Schöne Sache. Ahorn. Weitere Pflanzen mit Ahorn. Machen wir nochmal zwei Reihen dazu. Könnte gut für uns sein. Könnte gut für uns sein, ne? Jetzt ist das nächste Projekt, also wie gesagt, das Bauernhaus. Das ist ganz, ganz wichtig, dass hier fertig wird. Wir müssen gucken, dass wir hier weiter Holz dran bekommen, ne? Holz ist wichtig. Holz ist wichtig. Wir brauchen weitere Früchte, die wir dementsprechend ernten können. Also würde ich definitiv auf weitere Kartoffeln setzen, gerne. Hier nochmal drei Felder Kartoffeln ran. Müssen wir auf jeden Fall machen. Wir brauchen weitere Biber, die dementsprechend auch hier arbeiten können in dem Bauernhaus. Vielleicht die Erfinder erstmal runterschrauben, damit wir dementsprechend da was machen können, weil großartig viele Biber haben wir ja nicht mehr, ne? Ich meine, wir haben 29 Arbeiter, 5 sind Jungtiere. Also viel Puffer ist da nicht, ne? Und es werden ja immer, wenn mal wieder welche sterben und wieder wachsen, ne? Das ist klar, dass wir da immer mal ein paar Jungtiere dementsprechend haben oder ein paar leere Plätze in dem Sinne, ein paar leere Betten. Das ist klar. Und da müssen wir auf jeden Fall dran gehen. An das ganze Sache, dann die ganze Sache. Das heißt, wir brauchen weitere Wohnhäuser. Wir müssen weitere Wohnhäuser aufbauen, dass wir auch Arbeiter bekommen, die auch dementsprechend wirtschaften oder bewirtschaften können, die ganzen Flächen. Klar. Hier haben wir aktuell nur einen Arbeiter, der hier am Anpflanzen ist. Zwei, die am Ernten sind. Wir werden hier dementsprechend halt nochmal zwei weitere kriegen, die ernten können. Wenn das soweit ist, würde ich gerne den Erfinder einstellen, dass zumindest erstmal nur ein Erfinder läuft. Die pausieren wir. Will sogar direkt machen. Damit wir hier das auf jeden Fall parat haben und definitiv die Nahrungsmittelknappheit. Der Nahrungsmittelknappheit entgehen können. Ne? Die Plattform ist zumindest schon mal fertig. Jetzt brauchen wir noch die Treppe. Dafür brauchen wir noch 4 Bretter. Das ist aber easy, weil hier jede Menge gelagert ist, zum Glück. Und dann passt das eigentlich, ne? Hoffentlich. Ich meine, hier wird jetzt gerade gebaut. Die Treppe wird gebaut. Das ist in Ordnung. Wir brauchen auf jeden Fall ein weiteres Wohnhaus, was wir bauen müssen, aufbauen müssen. Das würde ich dann dementsprechend auch relativ schnell machen wollen. Hätte dann auch von mir das Prio 1. Ja, das ist fertig, das ist klar und wir werden hier vorrangig ernten. Genau, mit den beiden. Dass wir nochmal weitere Ernte reinbekommen, um hier weiter arbeiten zu können, ne? Ist eine wichtige, wichtige Sache. Weitere Schlepper brauchen wir, damit die Arbeiter auch ordentlich arbeiten können. Hier kommen jetzt Karotten ohne Ende rein, das ist sehr gut wieder.
aber wir brauchen auch dementsprechend viel, viel Nahrung, damit wir die Viecher versorgen können. Ihr Wohnhaus steht jetzt an zu bauen, da brauchen wir noch Rohholz für. Aber ich sehe gerade, die Folge ist vorbei, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. So schnell gehen 15 Minuten um, ne? Von daher, danke fürs Zuschauen. Bis dann erstmal. Servus. Und tschüss.